Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch ein Video drehen und zwar die Top und Flops, die ich mir so in den letzten Wochen oder Monaten gekauft habe. Also da sind wirklich einige Produkte bei, die wirklich sind und einige, die super sind. Also ich fange mal mit den super Produkten an. Und zwar ist das diese Handcreme von Sans Souci. Also die zieht sowas von schnell ein, fettet überhaupt nicht. Also die, man hat keine klebrigen, schmierigen Finger, wo man dann die ganze Zeit erstmal so rumlaufen muss, ohne dass man was anfassen kann. Die ist top. Die werde ich mir auch jedes Mal wieder Santos, jetzt hast du den Kopf gestoßen. Komm, geh mal da weg. Geh mal da weg. Und ja, also das ist mein Top-Produkt. So, dann eine Fußcreme von Balea. Und zwar war das eine Sommeredition. Fußschimmercreme, Glücksmomente. Das ist mit Limette, Zitrone und Orangengeruch. Limited Edition. Und da sind so kleine Glitzerpartikel drin. Wenn man die dann aufgetragen hat auf den Füßen, schimmern die ganz schön. Und auch langanhaltend sind die. Also das glitzert noch ein paar Stunden nach. Auch wenn man jetzt Schuhe, also Flipflops oder Sandalen trägt. Wenn man halt Socken drüber zieht, ist das weg. Also die ist super und da bin ich ganz zufrieden mit. Ist auch nicht mehr so viel drin, habe ich den ganzen Sommer schon benutzt. Ist Top-Produkt. So, dann Frottini Body Spray. Sherry Vanille. Sowas von super. Also das ist ein so schöner Geruch und vor allem langanhaltend. Da kann man jedes Deo-Spray wirklich für wegschmeißen. Werde ich mir immer wieder kaufen. Ich hatte davon schon andere Sorten gehabt, da haben die ja sämtliche Sorten von Himbeere und was gab es denn da noch? Irgendwie was mit Banane oder so oder Orange. Nee, aber das ist mein Lieblingsgeruch. Den kaufe ich mir auch immer wieder. Und der ist so schön frisch und ja, auch für, aber auch für den Winter, also immer ist der super. Top-Produkt. So, noch ein Top-Produkt ist eine Magic Summer Body Lotion. Zarte sommerliche Bräune für normale bis dunkle Haut von Balea. Das verschmiert überhaupt nicht, weil man hat ja bei Selbstbräuner manchmal wirklich das Problem, dass man scheckig wird oder dass, ja, dass man orange wird oder dass das einfach nicht schön aussieht. Aber hier ist wirklich eine ganz zarte, dezente Bräune und lässt sich super verteilen. Ja, okay, riecht jetzt wie normaler Selbstbräuner, dieser typische Selbstbräunergeruch. Aber ist auch nicht mehr viel drin. Werde ich mir wieder kaufen. Ist für mich ein Top-Produkt. So. Ja. Noch ein Top-Produkt. Die Glisskur Hair Repair. Sprühkur. Finde ich total genial. Die Haare beschweren nicht. Man kann sofort durchkämmen. Und die glänzen schön davon und für mich ein absolutes Top-Produkt. Riechen tut das nach Haarkur. Kann ich jetzt nicht beschreiben. Keine Ahnung. Noch ja, Top-Produkt. Ja, hier. Diese Haarkur. Nerzöl-Haarkur von Swissopair. Finde ich super, kaufe ich mir immer schon seit Jahren diese kleinen Kissen und ja, die lasse ich dann immer so 20 Minuten einwirken und dann sind die Haare ja wirklich, steht zwar 2 Minuten drauf, aber ich lasse 20 Minuten einwirken. Ich finde die super und die sind ganz, ganz günstig, ne? Die kosten glaube ich nur 50 Cent oder so, ja, und lohnen sich auf jeden Fall. Top-Produkt, Moment, ja. Ein Pure Skin Douche Stick Anti-Pickel Duo von Essence. Ist schon fast leer, wie ihr seht. Das hier ist so eine Flüssigkeit, kommt auf den Pickel drauf. Wenn man den Pickel gerade ausgequetscht hat oder wenn der gerade kommt, kann man das drauf schmieren. Das ist wahrscheinlich sowas wie Clairasil. Und hier ein Abdeckstift, den man dann über den Pickel drüber schmiergeln kann, damit man den nicht sieht. Ja, ist für mich auch ein Top-Produkt, weil hier, das hier, alleine dafür, irgendwas ist da drin, was wirklich die Pickel schnell verschwinden lässt. Also super. Jo, dann
mein Lieblingslabello. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Den habe ich jetzt schon so lange. Und zwar ist das Labello Fruity Shine Pink Guana oder sowas. Der glitzert. Der hat ganz kleine Glitzerpartikel hier drin. Und wenn man das auf den Lippen aufträgt, hat man Glitzerlippen. Und der riecht nicht nach typischen Labello, sondern eher nach Grapefruit oder so. Top. Ich hoffe, den gibt es bald noch, wenn einer leer ist. Ich muss mal schauen gehen. So, dann habe ich hier von Essence einen Glossy Lip Balm Berry Sorbet. Der ist ein bisschen matschig, würde ich sagen. Also der Labello ist mir angenehmer, aber der ist langanhaltender. Wenn man den drauf macht, da hat man länger was von. Und der glitzert auch so schön. Könnt ihr das sehen? Und schmecken? Tut der auch lecker. Nach Hubba Bubba. Nach Hubba Bubba Rosa. Ja, Top-Produkt. Was habe ich denn da noch? Noch mein Top-Produkt ist von Yves Rocher, meine Augencreme. Anti-Augenringe, Anti-Tränensäcke. Super, super, super. Werde ich mir immer, immer wieder bestellen. So, kommen wir mal zu den Nagellacken. P2 oder P2 Nagellack. Das ist die Nummer 102. Im Prinzip, der Nagellack ist super. Also der lässt sich super auftragen. Der hält ganz, ganz lange. Aber die Farbe ist überhaupt nicht mein Geschmack. Also ich hatte das jetzt einfach nur mal gekauft, um mal auszuprobieren. Aber der Nagellack selber ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nur die Farbe gefällt mir halt nicht. Aber das ist trotzdem ein super Top-Produkt für mich. So. Noch ein Top-Produkt ist von Rimmel. Die Nummer 30. Lässt sich super schön auftragen. Hat ein paar Glitzerpartikel drin. Und war zwar ein bisschen teurer, aber hält auch wirklich lange. Habe ich auch auf den Fußnägeln drauf und trotz Schuhe und so weiter hält das wirklich gut. So, das ist Flop, das ist auch Flop. Ja, noch ein Top-Produkt von Astor oder Astor. Der Nagellack ist die Nummer, 35. Und ist wie der von Rimmel, also wirklich sehr lang anhalten, intensiv, lässt sich super auftragen und ist auch so eine wirklich schöne Farbe. Gefällt mir ganz gut. Top-Produkt. Ja, das war es eigentlich schon. Nee, mein Lippenstift. Noch ein Lippenstift, ja. Lippenstift Liquid Kiss von Astor. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr intensiv und sehr lang anhaltend. Seht ihr das? Sehr schöne Farbe. Ist wieder nichts für jedermann, weil manche mögen dieses matschige Gefühl auf den Lippen nicht. Das ist mehr so wie so ein Balsam. Na, aber mir gefällt's. So, von P2 ein Lippenstift und zwar die Farbe 010 Rodeo Drive. Habe ich mir eigentlich passend zu diesem Nagellack gekauft, aber mir steht das überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Sieht aus wie Nivea-Creme auf meinen Lippen. Vielleicht hier sieht's. Sieht man das? Ja, ich habe die Farbe schon bei einigen Mädels im Haul gesehen. Denen stand das so gut und die sahen richtig gut damit aus, aber mir steht das leider nicht. So, jetzt kommen die absoluten Loser-Produkte. Fangen wir mal mit der Balea Blond Glanzkur Professional an. Von Friseuren empfohlen. Jetzt frage ich mich, welche Friseure empfehlen so ein Also, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Beschwert die Haare ohne Ende, verklebt, riecht eklig, macht matschige Haare und vor allem, wenn man so dünne Fisselhaare hat wie ich. Ich habe ja wirklich nur so ein paar Flusen. Dann hat man so einen dicken, steifen Zopf hinterher, wenn man die drauf gemacht. Also ekelhaft einfach nur. Ja, werde ich nie wieder nehmen. Brillante Glanzeffekte mit Glitzerpartikeln. Von wegen. Flop-Produkt.
Schauma, Colorglanz, Farbschutz, Sprühpflegekur ohne Ausspülen. Das andere war jetzt übrigens auch ohne Ausspülen. Das ist auch ohne Ausspülen. Ist eigentlich genau der gleiche Müll wie das von Balea, von Schauma. Beschwert die Haare, riecht nicht gut. Ich meine, der Geruch ist ja noch relativ uninteressant, aber wenn er die Haare so ätzend verklebt und beschwert, kann man das eigentlich nur wegschmeißen. Geldverschwendung. Hätte ich mir lieber was anders verkaufen können. So, und noch eine Sprühkur, weil, wie gesagt, ich probiere viele Sprühkuren aus und wegen diesen dünnen, fusseligen Haaren, die ich habe. Und die ist jetzt von PHC, Profi Hair Care, von Pennymarkt. Müll, sag ich euch, Müll für koloriertes, getöntes und feines Haar. Ja, klar, sicher, verklebt, naja, nicht kaufen bitte. So, von noch ein Flop, den ich persönlich nicht gut finde, von Balea, obwohl ich ja sehr auf die Balea-Produkte stehe, aber das mag ich halt überhaupt nicht. Balea Frozen Rhabarber Body Lotion, Limited Edition. Ja, also der Geruch geht so, ne, aber ist ein bisschen klebrig und schleimig. Also ich würde jetzt nicht ganz Flop sagen, sondern so ein Mittelding. Naja. So, noch ein Flop-Produkt ist dieses Pantene Pro V. Für mich persönlich, für meine Haare, absolut nicht geeignet. Beschwert und die Haare sehen hinterher irgendwie fettig aus, obwohl sie gewaschen sind. Also für mich wirklich, ich will es nicht schlecht reden, aber für mich ist es, für meine Haare, für meine Fusselhaare ist es nicht gut. So, dann diesen Nagellack von Manhattan. Die Nummer 69R, das ist so ein braun Lotus-Effekt, kann man absolut nicht gut auftragen. Ja, muss man immer wieder drüber gehen, damit man das alles gleichmäßig hat. Also nicht so toll. So, und einen ganz bescheuerten Nagellack von Essence, den habe ich jetzt auch gerade drauf. Den habe ich eigentlich gestern Abend drauf gemacht, schon abgebröselt. Und da musste ich, also ungelogen, da musste ich 5-mal drüber gehen, damit das überhaupt ordentlich wird. Also das war durchsichtig, das war transparent fast. Das ist die Nummer, na, steht hier gar keine Nummer? Doch, da muss so eine Nummer stehen. 25. Ich fand den lila Ton eigentlich vom Prinzip her sehr schön, aber wie gesagt, Flop-Produkt. Ein Augengel für empfindliche Haut von Rossmann Hausmarke Altera. Kann man sich genauso gut einen kalten Löffel auf Augen legen. So, noch was von Rivel Loop. Hydro-Feuchtigkeitskühlende Augen-Kontur-Roll-On mit Koffein und Apfelextrakt. Ehrlich nicht. Ganz ehrlich nicht, nein. Man kauft auch viel zu viel. Man glaubt immer wieder, wenn man, also ich bin jetzt zumindest so, wenn ich in eine Drogerie reingehe und dann, ach, die schönen Produkte, und dann ist man immer so begeistert davon, was da draufsteht. Dann schleicht man da immer wieder hin und her. Soll man das jetzt mitnehmen? Soll man nicht mitnehmen? Ach, ich nehme das dann mit zum Ausprobieren. Meine Haut ist eh total empfindlich, aber, also mit Schminke zumindest, mit Make-up. Und ja, dann nehme ich so ein und das andere Teil mal mit und probiere, aber meistens ist man dann doch enttäuscht, ne? Ja, das war es eigentlich schon. Top und Flop von mir. Santos, deine Aufgabe. Santos! Santos, tschüss, komm her. Sag mal tschüss. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video.